Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in dem heutigen Video geht es mal nicht um Zahnpflege, sondern um Naturkosmetik. Und zwar zeige ich euch, welche Naturkosmetikprodukte ich verwende. Einerseits für meine Gesichtspflege, aber auch für meine Haare, was ich morgens benutze, was ich abends benutze. All das erkläre ich euch in diesem Video. Denn ich hatte in meinen vergangenen YouTube-Videos immer mal angesprochen, dass ich Naturkosmetikprodukte verwende und wurde daraufhin häufiger gefragt, welche Produkte ich genau verwende, ob ich da mal ein Video drüber machen kann. Und auch wenn das nichts mit Zahnpflege zu tun hat, mache ich jetzt einfach mal dieses Video für euch und zeige euch meine Produkte. Und deswegen bleibt dran! Dieses Video ist nicht gesponsert, ich habe keine Kooperation, ich habe alle Produkte selbst gekauft und verwende die meisten Produkte auch jetzt schon mehrere Jahre. Ich muss gestehen, ich bin mir nicht bei allen Produkten sicher, ob es auch zertifizierte Naturkosmetik ist. Ich achte nicht so sehr auf die Zertifikate, sondern vielmehr auf die Inhaltsstoffe. Und da kann ich euch sagen, das sind auf jeden Fall gute Inhaltsstoffe. Aber die meisten sind, denke ich, auch zertifiziert. Ich bin mir nur nicht bei allen ganz sicher. Das Video ist sehr spontan. Ich habe nichts mehr recherchiert. Und ich wollte es auch eigentlich noch im Badezimmer filmen und euch zeigen, wie ich die ganzen Produkte anwende. Aber ich dachte, ich habe im Moment nicht so viel Zeit zum Filmen. Und bevor das Video gar nicht mehr kommt, lege ich einfach los und erzähle euch einfach nur was dazu und zeige die Produkte, die ich so verwende. Und jetzt legen wir auch los und ich fange mal an mit meiner Morgenroutine. Die ist nämlich ganz einfach und ganz schnell abgearbeitet. Morgens wasche ich mir mein Gesicht nur mit Wasser. Und entweder war es das schon und ich mache gar nichts weiter an Pflege, oder aber ich verwende eine Creme und zwar von 100% Pure. Das ist die Restorative Sea Culture Extra Rich Cream. Deep Moisturize und Intense Nourishment. Also diese Creme von 100% Pure, die habe ich relativ lange gesucht. Also ich habe nach so einer Creme gesucht, die einfach sehr, sehr gute Inhaltsstoffe hat. Und diese Firma 100% Pure arbeitet mit sehr, sehr natürlichen Inhaltsstoffen. Und in der Creme waren wirklich nur super Inhaltsstoffe. Ich war richtig begeistert, als ich die gefunden habe. Und sie ist auch cruelty-free. Gluten-free, non-toxic. Diese Creme ist sehr reichhaltig, sagt ja auch der Name schon. Ich verwende sie trotzdem morgens. Manchmal ist es mir ein bisschen zu viel, zu reichhaltig, aber deswegen, ich mache es auch immer abhängig von meiner Haut, ob sie das gerade braucht oder nicht. Und manchmal mache ich morgens auch gar nichts. Und damit ist meine Morgenroutine auch schon abgearbeitet. Wie gesagt, sehr simpel. Abends mache ich ein bisschen mehr. Abends verwende ich zum Abschminken von The Glow das Everything Oil und ich liebe es. Das nehme ich jetzt wirklich schon seit vielen, vielen Jahren. Es riecht wunderbar und es ist super angenehm auf der Haut. Es hat 100% biologische Inhaltsstoffe und es riecht richtig schön nach Lavendel. Es beruhigt abends total. Ich nehme immer zwei Pumps. Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Wie sagt man denn auf Deutsch? Zwei Pumphübe? Zwei Pumps. Zwei Pumps. Tut mir leid, ich weiß gerade wirklich nicht, wie man einige Dinge erklärt. Und ich gucke solche Videos immer auf Englisch und ich habe nur die englischen Begriffe im Kopf. Ich weiß nicht genau, wie man es auf Deutsch sagt, aber ihr wisst, was ich meine. Also ich nehme zwei Pumps von diesem Öl und dann verreibe ich das in den Händen. Und dann gebe ich das aufs ganze Gesicht, auch auf die Augen. Ich nehme das auch, um Augen-Make-up zu entfernen, massiere das richtig in die Wimpern ein, dass sich die Mascara löst, Augenbrauen, Gesicht, alles massiere ich damit ein. Und das riecht richtig schön nach Lavendel. Und dieses Lavendel ist so beruhigend. Ich liebe das am Abend. Das ist meine liebste Abendentspannung, dieses Öl zum Abschminken. Und dann nehme ich einen Waschlappen dazu. Den mache ich unter richtig heißes Wasser. Kennt ihr das in so China-Restaurants, wo man manchmal so ein heißes Tuch bekommt für die Hände? So heß mache ich das, richtig heiß, dass es schon fast in den Händen wehtut, wenn man es ausfringt. Und dann lege ich dieses heiße Tuch auf mein Gesicht und lasse das erstmal kurz drauf liegen. Und während es auf meinem Gesicht liegt, atme ich dreimal ganz tief ein und aus. Und das mache ich auch als erstes abends, bevor
Bevor ich meine Zähne putze oder irgendwas, schminke ich mich erstmal ab und mache dies als Abendroutine. Und damit komme ich so runter. Ich fahre richtig runter, ich entspanne mich. Es ist das perfekte Abendritual für mich auf jeden Fall, um so den Tag hinter sich zu lassen, alles abfallen zu lassen, den Stress, Zeitdruck, alles, alle Action, die an dem Tag war, einfach entspannen. Mit diesem Lavendel und dem heißen Tuch auf dem Gesicht und dann so drei tiefe Atemzüge und ich komme richtig runter. Ich liebe es, das mache ich jetzt schon seit Jahren so. Und Inhaltsstoffe sind wirklich super, nur natürliche Öle, Hagebuttenöl, das ist auch sehr schön. Habe ich auch noch mal einzeln Hagebuttenöl, komme ich gleich noch mal drauf zu sprechen. Enthält sehr viel Vitamin A, ist sehr schön für die Haut und es ist einfach super angenehm. Dann machen wir jetzt weiter. Wenn ich mich also damit abgeschminkt habe, eine Zeit lang habe ich noch Double Cleansing gemacht, das heißt einmal mit Öl gereinigt und einmal auf Wasserbasis gereinigt. Das mache ich aber mittlerweile nicht mehr. Also im Moment nehme ich wirklich seit langem schon nur noch das Öl. Vorher hatte ich von Lovely Day zum Double Cleansing. Dies hier, das ist auf Wasserbasis Mellow Mellow Marshmallow and Sweet Almond Creamy Cleansing Gel. Und das habe ich danach noch verwendet. Einfach in eine feuchte Hand, bisschen einen Pumpstoß und dann damit das Gesicht waschen. Dann als nächstes benutze ich auch von The Glow so einen Toner. Das ist die Floral Essence. Und damit nehme ich meistens so zwei Pumps auf die Handfläche. Dann verreibe ich das in beiden Händen und dann trage ich das so im Gesicht auf und lasse das kurz einwirken. Mag ich auch sehr gerne. Das ist richtig gut. Das hat mir am Anfang super geholfen. Ich hatte, als ich anfing, das zu benutzen, immer nach dem Duschen so trockene, spannende Haut. Und dann fehlt der Haut nämlich Feuchtigkeit, also auf Wasserbasis. Einerseits braucht die Haut ja Öle und andererseits braucht sie Wasser. Und das hier, wenn man nach dem Duschen so trockene, spannende Haut hat, ist das super, weil das auf Wasserbasis ist und damit lässt die Spannung nach. Und seitdem ich das benutze, habe ich das auch gar nicht mehr nach dem Duschen, dass meine Haut spannt. Also das hat mir richtig, richtig gut geholfen. Mittlerweile nutze ich es nur noch selten, weil ich es gar nicht mehr so brauche. Meine Haut spannt nicht mehr und deswegen nehme ich es jetzt nur noch gelegentlich. Also manchmal überspringe ich den Schritt auch einfach. Dann kommen wir weiter. Und zwar auch von The Glow. Ich mag die Produkte einfach echt gerne. Das Master Elixier. Und das nehme ich jetzt zur Pflege. Das ist also auch ein Öl. Und da sind auch 100% Bio-Inhaltsstoffe drin und verschiedene Öle. Auf jeden Fall, was ich sehr, sehr gut finde, ist, da ist Nachtkerzenöl drin. Und Nachtkerzenöl hatte ich früher immer benutzt, als ich noch Neurodermitis hatte. Ich hatte eigentlich von Geburt an Neurodermitis, bis ich vor etwa 6 Jahren eine Behandlung mit traditioneller chinesischer Medizin gemacht habe, also Akupunktur und Kräutertee. Und seitdem ist meine Neurodermitis weg. Ich habe gar nichts mehr. Auf jeden Fall zur Zeit, als ich Neurodermitis hatte, habe ich immer Nachtkerzenöl, reines Nachtkerzenöl auf die Haut gemacht. Es hat super, super gut geholfen. Über Nacht war wirklich die Haut so gut verheilt. Und Nachtkerzenöl ist hier auch drin. Und ich liebe dieses Nachtkerzenöl. Also hier sind noch mehrere Öle mit drin, aber es ist so gut für die Haut. Weil ich weiß, wie gut es mir damals tat und wie super es meiner Haut geholfen hat, als sie so kaputt war. Und deswegen finde ich es richtig gut, dass es hier auch drin ist in dem Öl, in dem Master Elixier. Das verwende ich also als Pflege hinterher am Abend, aber auch nicht jeden Abend. Also manchmal, wie gesagt, brauche ich es gar nicht. Ich gucke immer, wie trocken ist meine Haut. Brauche ich das jetzt unbedingt? Also eine Zeit lang habe ich es jeden Abend benutzt und jetzt schon seit längerem nur noch ein paar Mal die Woche, vielleicht jeden dritten Abend ungefähr. Genau, aber das ist auch sehr gut. Dann, ich habe es ja eben schon kurz erwähnt, habe ich noch von Pai das Rosehip Oil, also Hagebuttenöl. Und das ist richtig, richtig gut, wenn man so ganz kleine Linien schon hat, kleine Fältchen, die sich abzeichnen. Es ist so gut, wenn man das abends drauf macht, am Morgen ist es eigentlich weg, bei mir zumindest. Ich habe jetzt noch keine richtigen Falten, aber manchmal sieht man hier kleine Linien bei den Lachfalten oder auch hier so ein bisschen ganz leicht, wenn man so kneift, weil die Sonne geblendet hat oder so. Also ich nehme das
Selten. Ich habe es auch eine Zeit lang echt, als ich es neu hatte, jeden Abend drauf gemacht, weil ich es so gut fand. Und jetzt nehme ich es noch ungefähr einmal die Woche vielleicht, vielleicht sogar noch seltener, je nachdem. Ich nehme im Moment einfach viel häufiger dieses Master-Elixier. Das nehme ich auch schon seit vielen Jahren. Und das nehme ich jetzt ab und zu einmal die Woche statt diesem Master-Elixier. Dann habe ich noch von Merme Berlin ein Hyaluronserum. Das ist wirklich reine Hyaluronsäure und das verwende ich auch kaum noch. Also ich habe das alles noch. Ich möchte es trotzdem euch vorstellen, weil es sind echt gute Produkte. Aber im Moment, seit wirklich schon Monaten, braucht meine Haut das alles gar nicht mehr. Als ich das neu hatte, es ist jetzt auch nur noch so viel drin. Als ich das neu hatte, habe ich es jeden Abend benutzt, aber auch nur ganz gezielt, also ein bisschen auf die Stirn. Und ein bisschen hier an die Augen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass es nicht mehr richtig aufgenommen wurde von meiner Haut, nicht mehr richtig eingezogen ist, sondern eher nur noch drauf lag. Und dann habe ich aufgehört. Dann brauchte ich das einfach nicht mehr. Aber wenn man ein Hyaluronserum benutzen möchte, das ist echt gut. Ich hatte vorher mal eins, wo noch Kamille mit drin war, noch andere Inhaltsstoffe. Da habe ich nicht so gut drauf reagiert. Und das ist wirklich reine Hyaluronsäure. Ich habe es super gut vertragen. Und wenn ich es wieder brauche, werde ich es auch wieder benutzen. Das Serum nimmt man dann natürlich vor den Ölen. Also erst reinigen, dann Toner, dann Serum und am Ende das Öl. Dann nehme ich noch gelegentlich das Enzympeeling von Susanne Kaufmann, aber auch nur unregelmäßig. Ich würde euch sehr gerne so eine ganz typische Abendroutine von mir nennen, dass ich sage, ich nehme das und das und das und das jeden Abend, aber so mache ich das einfach nicht. Ich nehme wirklich, ich gucke immer, was meine Haut gerade braucht. Und was ihr wohl gut tut. Und dann variiere ich da total und nehme mal nur das eine, mal nur das andere. Manchmal nehme ich das volle Programm, manchmal nehme ich den ersten und den letzten Schritt, also schmink mich ab und nehme noch ein Öl. Manchmal mache ich gar nichts mehr hinterher nach dem Abschminken. Es ist wirklich so unterschiedlich. Deswegen kann ich euch keine richtige Routine nennen in dem Sinne, sondern einfach nur sagen, welche Produkte ich verwende, welche ich gut finde, welche ich gerne benutze. Und dieses Enzympeeling von Susanne Kaufmann, wie gesagt, ich nehme das manchmal einmal die Woche, manchmal sogar noch seltener. Ich habe es jetzt, glaube ich, schon 3, 4 Wochen nicht mehr benutzt. Aber ja, also es ist immer unterschiedlich. Ich nehme es auch nicht im ganzen Gesicht. Ich nehme es eigentlich nur so ein bisschen in der T-Zone, also auf der Nase, so ein bisschen noch auf den Wangen drauf, ein bisschen hier oben Stirn und so ein bisschen auf dem Kinn. Und das ist eben. Ja, einfach um abgestorbene Hautschüppchen zu entfernen. Ich nehme das dann auch mit so einem Waschlappen hinterher ab, nachdem ich es drauf hatte. Ich lasse es 10 Minuten einwirken und dann nehme ich das mit so einem Waschlappen ab und so ein bisschen stärker mache ich das, dass die Hautschüppchen sich dann auch wirklich lösen. Genau. Dann wurde ich noch häufiger gefragt, was ich für meine Haare benutze. Und auch da muss ich euch so ein bisschen enttäuschen, weil das sehr stark variiert, was ich für meine Haare benutze. Ich wechsle mein Shampoo immer mal, ich wechsle meinen Conditioner immer mal. Ich habe jetzt sehr, sehr lange von Otekram, ich weiß nicht, ob man die Firma richtig ausspricht, von der Firma das Kamillenshampoo verwendet. Das ist für blondes Haar. Ich hatte ja vorher ganz lange blonde Strähnen drin. Und das habe ich mir als 1-Liter-Flasche im Internet gekauft. Da kriegt man so eine riesige Flasche. Also ich habe es erstmal als kleine gekauft. Das fand ich dann gut. Und dann habe ich mir die 1-Liter-Flasche nachgekauft und das immer in die kleine umgefüllt. Und deswegen hatte ich da sehr, sehr lange was von. Und aber ich habe zwischendurch auch ein anderes Shampoo benutzt von anderen Firmen. Deswegen, also das habe ich jetzt schon viele Jahre immer wieder mal im Gebrauch und das ist jetzt aber auch der letzte Rest, der davon noch übrig ist. Ich habe jetzt auch keine blonden Strähnen mehr, die letzten habe ich gerade abgeschnitten. Jetzt ist das alles meine Naturhaarfarbe und als nächstes würde ich mir wahrscheinlich von der gleichen Firma das Aloe Vera Shampoo kaufen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Mal schauen, was als nächstes kommt. Wie gesagt, ich wechsle mein Shampoo immer. Da muss ich euch leider enttäuschen. Ich habe nicht das eine Shampoo, was für meine Haare verantwortlich ist, sondern verschiedene. Und genauso auch beim Conditioner. Den mag ich sehr, sehr gerne von Bioficina Toscana, Balsamo Concentrato Attivo, ist eine italienische Firma, bestelle ich auch übers Internet in einem Naturkosmetik-Online-Shop
Und das nehme ich auch schon seit vielen Jahren. Aber wie gesagt, ich hatte zwischendurch auch andere Conditioner. Ich hatte zum Teil auch einen Leave-in-Conditioner benutzt. Und jetzt bin ich wieder bei dem gelandet. Den habe ich jetzt auch schon länger, weil ich, wie gesagt, immer andere Produkte auch zwischendurch benutze. Aber den nehme ich jetzt aktuell wieder und den mag ich echt gerne. Der macht richtig schön weiche Haare, super kämmbar. Finde ich echt gut, den Conditioner. Aber was wirklich einen großen Unterschied für meine Haare nochmal ausgemacht habe, ist nicht Shampoo oder Conditioner. Eine Haarmaske zum Beispiel nehme ich gar nicht. Ich mache gar keine Haarkur rein. Was aber wirklich einen großen Unterschied ausgemacht hat, ist der Dyson Airwrap. Und ich hatte vorher auch gesunde Haare und auch glänzende Haare, aber mit dem Dyson Airwrap glänzen sie einfach noch mehr. Also es ist wirklich ein Unterschied zwischen einem normalen Föhn und dem Airwrap. Und die Haare liegen einfach noch mehr an, auch wenn ich habe ein Glätteisen, seht ihr hier auch im Bild, den Coral, aber den benutze ich echt selten. Ich würde gerade sagen, so gut wie nie. Das trifft es, glaube ich, besser. Ich habe ihn echt erst ein paar Mal benutzt. Deswegen, der Glanz kommt tatsächlich auch nochmal mit vom Airwrap, den ich benutze und nicht so sehr davon, welches Shampoo ich jetzt genau verwende oder welchen Conditioner. Und zu guter Letzt, der Vollständigkeit halber, nehme ich beim Duschen für den Körper von Weleda Citrus Erfrischungsdusche. Ja, muss ich nicht viel zu sagen. Ich mag den Geruch. Ich nehme auch Lavendel ganz gerne von der Firma. Riecht sehr schön. Ja, das war's dann auch mit diesem Video. Ich denke, ihr habt gemerkt, dass ich sehr stark darauf achte, welche Inhaltsstoffe in den Produkten drin sind. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das ist mir noch wichtiger, als dass es als Naturkosmetik zertifiziert ist, weil auch in Naturkosmetik sind zum Teil keine guten Inhaltsstoffe drin. Ich lese mir immer durch, was ist drin. Ich habe viel recherchiert, welche Inhaltsstoffe sind gut für die Haut und den Körper, welche sind bedenklich, welche sollte man lieber meiden. Und auch in Naturkosmetikprodukten habe ich dann bei meiner Recherche halt gesehen, dass es auch in Naturkosmetik sind auch schlechte Inhaltsstoffe drin. Deswegen, ich versuche immer alles so natürlich wie möglich zu halten und so gut wie möglich, so wenig wie möglich Inhaltsstoffe auch. Und das ist mir einfach ganz, ganz wichtig bei meinen Produkten. Und ich hoffe, ihr konntet den einen oder anderen Tipp mitnehmen und probiert die Produkte vielleicht auch mal aus. Wenn ja, würde ich mich auf jeden Fall über euer Feedback freuen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euch die Produkte gefallen haben. Und schreibt mir auch gerne mal, welche Produkte ihr verwendet. Da bin ich auch total gespannt drauf. Ich bin da auch immer ganz offen und probiere gerne verschiedene Produkte aus. Und wenn ihr noch ein paar Tipps an mich habt, welche Produkte ihr gerne verwendet, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und das war's dann jetzt auch mit diesem Video. Gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, kein Video verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.